Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ach, was spielen wir gerade? The Legend of... Nee, Quatsch. Mass Effect 1 Legendary Edition. Und wir versuchen mal über Mira die Neutronensäuberung zu aktivieren, damit die verschollenen Rachni-Kinder, die nicht mehr gerettet werden können, ausgelöscht werden können. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. 2 Minuten Zeit also. Oh, ich habe ja gar nicht mehr viel Energie, sehe ich gerade. So gut wie neu. Wie viele sind denn das? Da jetzt. Okay, ich glaube, wir haben alle. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Guck mal hier auf das Radar. Hier müssen überall noch extrem viele Rachni sein. Gott, wir haben ja nur noch eine halbe Minute. Come on, fuck, ich häng fest. Wie, jetzt kommen jetzt noch mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Nicht die Waffen wegnehmen. Was ist denn hier los? Ah, okay, das reicht schon mit Zeit. Oder auch nicht, oder auch nicht. Oder auch doch, oder auch doch. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Wo ist denn... Okay, ist jetzt... Wir müssen ja bestimmt zurückfahren, oder? Hier wären wir nur zu den Sicherheitslaboren gekommen. Ja. Nee, also, ja, ich denke, wir müssen einfach nur zurück. Ich finde es cool, mit zwei weiblichen Crewmitgliedern hier rumzuballern. Ich nenne sie mal weiblich, weil ich finde es irgendwie merkwürdig, eine weibliche Alien als Frau zu bezeichnen, weil ich der Meinung bin, es ist doch die Bezeichnung für die weibliche... Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Form der Menschen. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir brauchen noch weitere Informationen. Was ist mit Liara Zoni, die Tochter der Matriarchin? Ist sie nicht so eine Art Expertin auf dem Fachgebiet der Proteaner? Stimmt schon. Ihre Mutter hat für Saren gearbeitet. Und sie wahrscheinlich auch. Benesia hat uns am Ende geholfen. Vielleicht kann uns Liara auch helfen. Zumindest sollten wir versuchen, sie im Artemis-Tau-Cluster zu finden. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Wegtreten!
Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick, alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davon kommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Ja, war ja sehr lang, der Bericht, aber... Okay, vorbildlich plus zwei. Ich frage mich, was er gesagt hätte, wenn... ich sie platt gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte er es gut gefunden. Ja, bitte, Commander. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. Mehr wollte ich nicht sagen, mein Freund. Mal gucken, ob die irgendwas Neues zu erzählen haben, aber ich weiß es nicht mehr. Ich dachte immer, die haben dann nach jeder Mission was Neues zu sagen. Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Auch nichts Neues. Ich muss gehen. Bis dann. Gefechtsstation, nach draußen schauen. Oh, war das schon immer möglich? Ich hab das vergessen? Oder nicht gesehen, besser gesagt? Moment, wo können wir denn hier hin? Wollen wir die verlassen? Ach so, dann sind wir einfach nur wieder auf dem Planeten hier. Aber... aber hier haben wir doch gar nichts mehr zu tun. Können wir da trotzdem wieder hin? Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ach ja, und es war doch nicht so, wie ich gedacht habe, dass man dann hier sich durchballern muss zum Schiff. Das war ja eigentlich meine Vermutung. Was passiert denn jetzt? Können wir überhaupt noch rein? Reden die noch mit uns, oder... ist auch merkwürdig, dass es nicht nochmal eine Endsequenz gab mit den Verantwortlichen hier. Commander, schön, dass Sie vorbeikommen. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie unglücklich es war, dass Anoles Sama auf frischer Tat ertappt wurde. Doch ich trage Ihnen das nicht nach. Er war ein Krimineller. Können Sie ihm verzeihen? Ihre Meinung ist ohne Belang. Er war ein Krimineller. Unglücklich? Er war ein Krimineller, Captain. Die Direktion interessiert das galaktische Recht nicht. Aus diesem Grund wurde dieser Planet überhaupt besiedelt. Soweit es Sie betrifft, ist Anoles Sama zu weit gegangen. Auf Noveria kann man tun, was man will, solange man die öffentliche Ordnung nicht stört. Ich verlange nur, dass Sie nicht so viel Unruhe hervorrufen. Ich würde es als Gefallen betrachten. Ich will niemandem das Leben schwer machen. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss einen Bericht über diesen Zwischenfall schreiben. Guten Tag. Geht kurz nach in diese Richtung hier von diesen Fenstern und dann ist sie wieder da, wo sie vorher war. Ja, haben wir doch eh nichts zu tun, oder? Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Nebenquests gibt. Jetzt bin ich halt neugierig irgendwie, ob hier noch irgendwas ist. Ob es hier noch irgendwelche Nebenquests gibt, die dann wieder herführen? Wir werden wahrscheinlich gerade einfach nur unsere Zeit verschwenden, aber... ja, ist doch jetzt niemand mehr. Also niemand Relevantes für uns. Okay. Ach ja, wir können rein theoretischerweise natürlich das Nebenquest von dem Typ da beenden, aber das wollen wir natürlich nicht. Ich will mal gucken, ob jetzt jemand, oder ob die Frau wieder da an der Rezeption ist oder jemand Neues. Vielleicht kommen wir auch gar nicht rein. Wir kommen rein, aber ist niemand da. Wird einfach leer sein. Das ist auch das Einzige, was wir uns angucken und ja, es ist leer alles. Gut. Ach nee, Moment. Wir können auch in den Raum, in das Büro reingehen. Auch das ist leer.
Nur diese Sicherheitsdrohne ist da. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Ja, wir verschwenden nicht weiter unsere Zeit. Es tut mir Großes? Was? Es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich hab dich sehr, sehr gern. Du bist mein Lieblingsstern. Und ich hab mich verlaufen. Das heißt ja auch, dass wir nicht nochmal mit diesem geilen Markos oder wie das Ding hieß gefahren sind. Also mit diesem Auto. Verdammt! Mit dem wäre ich gerne nochmal gefahren. So, wieder hoch. Die Farben der Waffen passen nicht mehr so richtig. Oder ich glaube, die haben noch nie so richtig zu den Farben des Anzugs gepasst. Ich bin gespannt, ob wir jemals wieder einen anderen Anzug nehmen oder ob das jetzt hier einfach... Weil ich weiß nicht, wir werden ja nicht so oft schwere Rüstung finden, oder? Ich kann aber auch gar nicht einschätzen, wie weit wir schon im Spiel sind. Wir gehen wieder, wir machen keinen Stress, Entschuldigung, dass wir überhaupt nochmal reingekommen sind, aber immerhin hat sie nochmal mit uns geredet und wir haben nochmal +2 vorbildlich einsacken können. Yay! Ich weiß zwar nicht so richtig, ich glaube, das bringt dann mehr für die späteren Spiele, also ich glaube, also dadurch, dass ich ja den Spielstand übernehme, dann weiß dann Mass Effect 2, wie ich mich in Mass Effect 1 verhalten habe. Das kann sich dann auf jeden Fall... Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ich werde wieder zweimal dekontaminiert. Oh, ihr wisst, was ich meine. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Was? Ich hatte jetzt das Kommando. Ich bin doch wieder da. Was soll das denn heißen? Die Sachen könnte man vorher aber noch nicht machen, oder? Hitzelastmonitoren. Sind das neue Dinge? Stufe aufgestiegen, was? Wie Stufe aufgestiegen? Schon wieder? Wir waren doch erst eine Stufe aufgestiegen. Haben wir so viel Erfahrung bekommen für die... Ich habe generell das Gefühl, dass wir unfassbar viel Erfahrung bekommen und super schnell aufsteigen. Es ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Der heißt Wahnsinn! Wahnsinn! Und es gab bisher eine Stelle im Spiel, weil die ein bisschen, ein ganz klein wenig schwieriger war, das war's. So, Sturmgewehr auf Maximum. Und dann ist halt die Frage, ich glaube, ich fange an, die anderen Waffen zu verbessern, wenn es dann wieder so ist, dass die anderen Waffen mir, also dass ich andere geile Waffen finde und dann sage, hey, Sturmgewehr ist gerade nicht mehr das Beste, jetzt ist das Beste mit dem Präzisionsgewehr oder so, sonst macht es ja keinen Sinn. Spectre-Training, was war das nochmal? Erhöht Schaden und Dauer aller Talente und Angriffe um 4%, verbesserte Gesundheit um 8%. Ja, ich glaube, das, da pumpen wir rein. Also es macht mehr Schaden, es gibt mehr Gesundheit, unsere Talente halten länger. Ey, wir sind so overpowered, das ist unfassbar. Was ist das letzte? Meisterhafte Einigkeit. Ja, das wieder aufstehen lassen der Gegner, der Freunde der Gegner. Mit höherer Energie ist natürlich auch geil. Ach so, und da ich gerade keine anderen Leute dabei habe, kann ich auch nur mich selber hochleveln, okay. Ja, abgrüßen, sehr schön. Ach, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo waren die denn alle? Okay. Mal gucken, ob wir jetzt mit dem sprechen können. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ist das eine offizielle Frage, Commander, oder ganz unter uns? Ganz unter uns. Okay, sehen wir es offiziell als inoffiziell an. Haben Sie was auf dem Herzen? Ganz ehrlich, hier stimmt irgendwie alles nicht. Dieser Saren sucht überall nach einem Massenportal zum was weiß ich. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Wir haben unsere Befehle. Nörgeleien werden daran nichts ändern. Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperenz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dorthin zerrten, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden
ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte. Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Ist es fraglich, wie sie dem aus... Meine Mutter war den Strahlen eines Transportunfalls ausgesetzt. Das war noch bevor es menschliche Biotika gab. Kurze Zeit nach der Entdeckung der Marsruinen. Es wird nur um 63 etwas ungewiss, als Kinetics die Subjekte der ersten Generation ausgingen. Bis dahin hatten sie sich auf Unfälle. Eine Handvoll Männer in Anzügen stand nach der Schule vor der Tür. Und dann war man schon auf Jump Zero. Jump Zero ist die Raumstation Gagarin, nicht wahr? Wie ist sie so? Ja, das ist der offizielle Name. Die größte und entlegenste Einrichtung, die wir jahrzehntelang hatten, direkt am äußersten Ende des Sonnensystems. Genau dort haben sie die ganzen fruchtlosen ULG-Forschungen betrieben, bevor wir begannen, Masseneffektfelder zu benutzen. Es war eine sterile Forschungsstation, als ich dort war. Es saßen noch andere Kinder im selben Boot, oder? Zumindest waren sie da draußen nicht allein. Das ist wahr. Es gab da einen kleinen Kreis, der sich jeden Abend traf, bevor wir ins Bett mussten. Aber wir hatten nicht viel zu tun. Damals war es nur eine Forschungsplattform und Kinetics ließ Jump Zero nicht ins Extranet. Es sollte nichts nach draußen dringen. Dann hatten sie bestimmt ziemlich viel Zeit, einander besser kennenzulernen. Ja. Nach dem Abendessen haben wir immer zusammen rumgesessen. Karten gespielt oder Netzwerkspiele. Es gab da dieses Mädchen namens Rana, das einen kleinen Kreis um sich herum versammelt hatte. Sie stammte aus der Türkei. Ihre Familie war sehr reich, aber sie war clever und unglaublich bezaubernd, wunderschön, bildete sich deshalb aber nichts ein. Ich glaube, sie hätten sie gemocht. Das klingt, als wäre sie für sie etwas ganz Besonderes gewesen. Das war sie. Vielleicht hat sie dasselbe empfunden, aber es hat sich einfach nie ergeben. Training, Sie wissen schon. Es saßen noch andere Kinder im selben Boot, oder? Das ist wahr. Aber wir hatten nicht das viel zu tun. Mit Absicht. Damals war es nur eine Forschungsplattform. Und Kinetics ließ Jump Zero nicht ins Extranet. Es sollte nichts nach draußen dringen. Sie waren alles Teenager. Sie haben bestimmt einen Weg gefunden, sich die Zeit zu vertreiben. Ich gehöre nicht zu denen, die so etwas tun, Commander. Zumindest nicht einfach so. Es gab da ein Mädchen, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Aber wir behielten unsere Kleider immer an. Rana. Sie stammte aus der Türkei. Ihre Familie. Ich glaube, sie hätten sie gemocht. Okay. Und Sie wissen sicher von absichtlichem Aussetzen? Das weiß niemand. Heißt nicht, dass es nicht passiert ist. So groß wie die Aussetzungen waren, war es schwierig, Unfälle nachzuverfolgen. Damals war es anders. Niemand kannte das Potenzial, weshalb es auch nicht viele Vorschriften gab. Alles, was Kinetics anfasste, wurde zu Gold. Ich sage nicht, dass sie absichtlich Antriebe über unseren Außenposten explodieren ließen. Aber im Nachhinein waren sie immer verdammt schnell auf dem Plan. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Aber das ist mein Päckchen, das ich zu tragen habe, Commander. Alenko, es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Sie sich nicht mit Ihrem Commander anfreunden können. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich möchte nur nicht, dass Sie mich für einen Jammerer halten. Außerdem habe ich meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Ich halte ihn für einen Jammerer. Brauchen Sie was, Commander? Was denken Sie über die letzte Mission? Die Ermordung von Sarens. Was war Benesia eigentlich? Stellvertreterin? Beraterin? So oder so, es sollte ihn ein wenig zurückwerfen. Ich schätze, wir sind diejenigen, die es Dr. Zoni sagen müssen. Das wird aber ein ziemlicher Hammer für Sie. Was denken Sie über die Rachni? Ganz unter uns? Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätte ich es ganz schnell dem Rat überlassen. Wir waren während des Rachni-Krieges nicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einmischen sollten. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Lieutenant, Shepherds Fach. Alles nehmen. Warum ist es da drinne? Sturmgewehr, Sturmgewehr, Pistole. Aber alles Level 4. Vielleicht bringt uns das was? Höherer Schaden, geringere Kühlkörperkapazität, bessere Präzision. Ist aber halt schon deutlich mehr Schaden und deutlich präziser. Ich überlege echt, ob ich das Tsunami mal nehme. Ja, ich teste das mal.
Schauen wir mal. Oh, die Stinger 4 ist auch deutlich besser als Pistole. Schade, hier drin können wir nicht zielen. Ich wollte mal gucken, wie das Maschinengewehr aussieht. Mal gucken, ob die... Ich dachte, hier drinne wäre die... Ist das nicht die... Nee, das ist nicht die Krankenstation, oder? Wo war denn die Krankenstation? Da drüben? Ich wollte schauen, ob die... Ja, genau, das ist die Krankenstation. Ich wollte schauen, ob die Frau Doktor da was Neues erzählt oder immer noch das Gleiche wie nach unserem Unfall quasi. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Immer noch das Gleiche. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Okay, dann würde ich sagen... Wir fahren noch mit dem Fahrstuhl. Und verabschieden uns schon mal langsam. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich werde auch gleich noch speichern. Ach nee, Moment, wir haben glaube ich noch Codex-Einträge. Dann... Wobei, wir können eigentlich das Gelaber jetzt... Dann können wir wieder eine längere Folge machen und schließen das hier ab. Das, ja genau, machen wir so. Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen. Es wird nicht mehr lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Gut? Er ist der letzte Dreck. Ein Wahnsinniger. Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf. Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte. Ich entscheide hier, was wichtig ist. Erzählen Sie mir, woher Sie Saren kennen. Es ist schon eine ganze Weile her. Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems. Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben. Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte. Also habe ich mir die Sache angesehen. Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert. Es war auch nicht so offen. Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen. Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten. Unsere bis dahin größte Beute. Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar Extra-Credits zu verdienen. Und da habe ich ihn gesehen. Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Er ging nur so durch das Schiff. Er schien sich nur umzuschauen. Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf. Er sprach mit niemandem. Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf. Also machte ich, dass ich da rauskam. Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden. Was für eine Fracht war dort an Bord? Was hatte Saren dort gesucht? Keine Ahnung. An Bord habe ich nur Nahrungsmittel und Medizin gesehen. Es gab auch ein paar einfache Waffen, aber nichts Besonderes. Wenn auf diesem Schiff etwas Wertvolles gewesen ist, habe ich es nicht gesehen. Darum habe ich die Sache auch nicht vorher erwähnt. Wem gehörte das Schiff? Es war ein Volus-Frachter, und zwar ein großer, mit vielen Wachen. Aber gegen uns hatten sie keine Chance. Und das war das einzige Mal, dass Sie ihn gesehen haben? Ja. Ich wusste nicht einmal, wer er war. Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht ihnen angeschlossen hätte. Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen. Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben. Jeder verdammte Einzelne. Bis dann, Rex. Shepard. Das klingt geil. Shepard. Ach so, ja, jetzt können wir sie theoretischerweise ausrüsten. Nein, das brauchen wir nicht, Rotz. Das machen wir dann, wenn wir wieder in der Mission sind. Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Nicht für ein Privatgespräch. Meine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Rücken Sie mit der Sprache raus, Chief. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten Ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit Sie Ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Sie trauen den Verbündeten der Allianz nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob man die Ratsvölker,
Verbündete nennen kann. Wir, die Menschen, meine ich, müssen lernen, uns auf uns selbst zu verlassen. Wie kommen Sie von seinen Mann stehen zu unsere Verbündeten schlecht behandeln? Ich habe nicht gemeint, dass wir sie schlecht behandeln sollen, Commander. Ich denke nur, wir sollten darauf vorbereitet sein, ohne sie weiterzumachen. Die Ratsmitglieder mögen jetzt noch so nobel erscheinen, aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, werden sie uns verlassen. Ich denke nicht, dass es so kommen muss. Sehen Sie, wenn man gegen einen Bären kämpft und nur überleben kann, indem man seinen Hund auf ihn hetzt und wegläuft, dann tut man das. Auch wenn man seinen Hund noch so sehr liebt, ist er trotzdem kein Mensch. Es ist kein Rassismus. Nicht wirklich. Angehörige ihres eigenen Volkes werden ihnen immer wichtiger sein als die Menschen. Sie klingen wie eins der Flugblätter der Trockenlandpartei, Chief. Die Trockenlandpartei besteht doch nur aus Betrügern. Die Gründer hatten noch Ideale. Heutzutage spielen sie doch bloß die Xenophobie- und Bigotteriekarte aus. Ich hoffe, dass meine Gründe rationaler sind. Mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter, sie haben alle ein Gewehr in die Hand genommen und den Diensteid geschworen. Wir neigen wohl dazu, die Interessen der Erde als unsere eigenen anzusehen. Das klingt nicht, als hätten Sie schon mal mit Aliens zusammengearbeitet. Nein, Sir. Ich war meist am Boden stationiert. Gehörte zur Garnisonstruppe. Ich war mal für eine Zusatzausbildung auf einer Raumstation. Jeder Marine ein Schütze. Und jeder Schütze auch in Schwerelosigkeit effektiv. Also ist Ashley auch eine kleine Rassistin. Na gut. Sie haben etwas Besseres verdient, ne? Einmal, sie saßen am Boden fest, was? Das ist seltsam. Ihre Akte ist makellos und ihre Technikkenntnisse sind überragend. Sie sollten bei der Flotte dienen. Das ist jedenfalls der Grund, warum ich kaum mit Aliens gedient habe, Sir. Ich habe meine Familie nie kennengelernt. Ich wuchs als Waise auf der Erde auf. Sollte ich von irgendjemandem aus Ihrer Familie schon mal gehört haben? Ich glaube nicht, Commander. Und warum sind Sie hier draußen? Wollten Sie einfach nur von der Erde weg? Um den Weltraum zu sehen. Ich wollte die Allianz dienen. Hätten Sie es nicht getan? Wegen der Action. Eigentlich wollte ich bloß dienen. Die Allianz schützen, Leben retten. Sie wissen schon. Freut mich zu hören, Sir. Ich dachte schon, Sie waren auf eine Gratis-Universitätsausbildung aus. Okay, mir ist jetzt klar, worauf Ihre Sorgen beruhen. Aber dies ist eine multilaterale Mission, Williams. Sie müssen mit den Aliens zusammenarbeiten, ob es Ihnen gefällt. Das wird kein Problem darstellen, Commander. Wenn Sie sagen, spring, frage ich nur, wie hoch? Wenn Sie sagen, ich soll einen Turianer küssen, frage ich Sie, wohin? Was ist mit mir? Würden Sie jeden küssen, wenn ich es Ihnen befehle? Hängt ganz davon ab, Sir. Wenn Sie mir befehlen, einen vorgesetzten Offizier zu küssen, dann würde ich damit die Regeln in Bezug auf die Verbrüderung brechen. Und so wäre es ein illegaler Befehl. Ich müsste mich weigern und Sie Ihres Kommandos entheben. Sir. Okay, das war eine tolle Antwort. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Du meinst die Rachni, nicht wahr? Die Rachni sind, wie gesagt, gefährlich. Das haben sie schon vor 2000 Jahren bewiesen. Ich denke, es war ein Fehler, sie gehen zu lassen. Aber es war nicht meine Entscheidung, es war deine. Wenn wir diese Asari-Wissenschaftlerin abholen, müssen wir ihr sagen, dass wir ihre Mutter getötet haben. Das wird nicht einfach. Ich wollte es nur erwähnen. Weil sie sagt, man darf sich nicht verbrüdern. Im zweiten Teil von Mass Effect ist es auf jeden Fall so, dass man eine Liaison, eine Romanze, eine Verbrüderung eingehen kann mit jemandem vom Schiff halt. Und die Ashley ist, glaube ich, im zweiten Teil auch wieder dabei. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber die meisten werden das Spiel eh kennen. Und wie gesagt, ich bin mir 100% sicher. Aber ich glaube, die Ashley ist auch im zweiten Teil dabei. Und ich glaube, da kann man auch mit ihr eine Liaison eingehen. Das kann auch nämlich irre. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob man im zweiten Teil noch für die Allianz arbeitet oder auf eigene Faust. Ich weiß gar nicht mehr. Naja, ist egal. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Sir. So, dann reden wir mal noch schnell mit ihm und ich glaube, dann beenden wir die Folge erstmal, dass sie nicht zu lang wird. Commander, wie geht es Ihnen?
Warum wollten sie überhaupt Offizier bei der Zitadelle? Gute Frage. Zum Beispiel? Es waren wahrscheinlich dieselben wie bei den meisten anderen Offizieren. Ich schätze, dass mein Vater auch etwas... Als ich aufwuchs, hörte ich viel über seine Heldentaten oder sah sein Bild nach einer großen Verhaftung auf den Videos. Er hat meinen Rücktritt nicht gut verkraftet. Okay, ich dachte erst, was er uns jetzt erzählt, ist das gleiche, was er uns schon mal erzählt hat. Deswegen habe ich es weggedrückt, aber ihr könnt das ja in... Ihr könnt nochmal zurückspulen im Video und auf Pause drücken, wenn ihr das lesen wolltet. Das ist hart, aber man sollte doch annehmen, dass er beeindruckt ist, dass sie Saren verfolgen. Mein Vater hat sich durch und durch der Zitadellsicherheit verschrieben. Mach eine Sache richtig oder mach sie gar nicht, pflegt er zu sagen. Er denkt, ich hätte überstürzt gehandelt, zu überhastet. Er macht sich Sorgen, dass ich so werde wie Saren. Er hat mir sogar ausgeredet, ein Spectre zu werden, als ich jünger war. Aus denselben Gründen. Sie hätten ein Spectre werden können. Ja, ich war als möglicher Spectre-Kandidat im Gespräch. Ich und etwa 1000 andere turianische Militärrekruten. Ich hätte eine Spezialausbildung machen können, aber mein Vater wollte das nicht. Er verabscheut Spectres. Er hasst den Gedanken, dass jemand unendliche Macht besitzt und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Er würde sie nicht mögen, Commander. Nehmen Sie es nicht persönlich. Nicht alle Spectres sind wie Saren, wissen Sie? Natürlich nicht. Aber Saren wird nicht nach unseren Regeln spielen. Den Regeln der Zitadellsicherheit. Wer Saren festnageln will, der muss auch jemanden losschicken, der nicht durch Politik und Prozeduren behindert wird. Sie lernen schnell, Garrus. Wir werden ihn nach seinen eigenen Regeln schlagen. Das ist der einzige Weg, um jemanden wie ihn aufzuhalten. Ich stehe hinter Ihnen, Commander. Vielen Dank. Commander, schön, Sie zu sehen. Ach, mehr kann man dann gar nicht sagen? So. Ja, ich weiß gar nicht mehr, konnten wir an denen auch Sachen verkaufen? Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal speichern. Und die Aufnahme hier beenden. Das heißt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es wie immer interessant und schön und gut. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. In diesem Sinne, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut, bleibt cool, euer Paxis.